Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier auf Edles Vibe. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wie gesagt, wir sind wieder live aus dem Stream. Montag, 20 Uhr geht's immer los. Und ja, meine Lieben, wir schauen heute vorbei. Also der liebe Ex ist natürlich auch dabei. Servus. Servus. Und wir schauen heute rein bei Unimog U430 in den Alben 40 Tonnen gespannt. Henne Roadtrip Teil 1. Unimog Team Fitzen übrigens. Ein Video, auf was ich mich sehr freue, bei Team Fitzen wollte ich schon längst vorbeischauen. Ne? Da könnt ihr auch gerne mal reinschauen, da gibt es sehr, sehr viele coole Videos. Das Video hier ist schon zwei Jahre alt, mittlerweile knapp zwei Jahre alt. Und ja, ich würde sagen, gönnen wir uns einfach mal und genießen und schauen mal, was auf uns zukommt. Ich bin sehr gespannt. Und wir besuchen Franz Aigner hier in Marquardtstein. Marquardtstein. Um seine Erdbaufirma zu besichtigen, der Waldwege, Bergwege, Wegebau hauptsächlich, aber auch andere Baustellen bedient. Baustellen aller Art. Ja, das Ganze aktuell mit einem Unimog 430. Und wir begleiten Franz jetzt dabei, wie er seinen Bagger verlädt und ihn ein bisschen, wohin fahren wir mit dem Bagger? Nach Übersee am Chiemsee. Nach Übersee am Chiemsee. Gut, dann. Hey. Wohin fahren wir mit dem Bagger? Nach Übersee am Chiemsee. Starten wir also mit dem Tieflader. Dann lass uns mal aufladen. Was ist Lautstärke? Moritz, schwenk mal um zu unserem Team, was wir im Rücken haben. Alle rennen weg. Was denn hier? Ach nee. War ein BMW dabei. Ich würde schon sagen, Mercedes Produktplatzierung oder was? Ich gucke ein bisschen. Ja, hier hinten haben wir halt Schamele Anbauschlitten. Einen großen Tieflader. Ich frage gleich mal, wie viele Tonnen der hat. Hier oben ist die Rückfahrkamera drin. Souverän eingeparkt. Ach, der hat direkt eine Kamera drin. Ja, das macht's Anhängen leichter. Aber das macht's Anhängen super leicht. Ja, aber ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich finde Unimog vom Design, vom Aussehen, einfach, ich finde das so ein sexy Fahrzeug. Das einfach ist richtig sexy. Aber eher die Älteren. Ja, sicher, die Älteren sind natürlich auch, aber ich finde auch den richtig sexy. Und wenn ich den sehe, dieses Ding da vor diesem Tieflader, und wenn die da jetzt noch so einen Bagger draufhauen und dann zieht er das Ding da weg und hat noch, keine Ahnung, 4 Tonnen Dings hier drauf, Frostschutz oder irgendwas oder Steine. Legende! Wie viel Steuergerät möchtest du denn, die Ölanschlüsse? 3, 4. 3 und 4. Haben wir einmal Vorlauf, einmal Rücklauf. Ja. Das ist angeschrieben. Druck. Ja. Druck. Druck ist 3. Druck ist 3. Du hast Druck drauf? Ja, 10. Das ist nicht mehr so wie beim alten Unimog. Das ist Rückschritt. Okay. Rückschritt. Kannst loslassen. Also wir müssen, Moritz, die Deckel richtig hochheben und zurückdrücken. Wir können nicht einfach so in den Schlauch reinhämmern. Ein bisschen Rückschritt, sagst du. Ja, das ist keine Abreißkupplung mehr. Ja. Okay. Dann haben wir Kabel noch. Genau, ABS. ABS-Stecker. Ist ABS wichtig für dich? Ja, sehr wichtig. Ja. Speziell jetzt bei Bergabfahrt von Forststraßen. Wenn ich da jetzt hinten am Bagger drauf habe mit 24 Tonnen und tritt auf die Bremse und der blockiert, das ist äußerst schlecht. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Ja. Was haben wir hier? Hat er recht, gebe ich Ihnen recht, absolut. Definitiv. An der Seite für eine Hydraulik-Schnellkuppler? Das ist ein faster Schnellkuppler. Das ist für meinen Tandemkipper. Hat den Vorteil, dass ich auch unter Druck koppeln kann, wenn am Stützfuß Druck drauf ist. Ja. Und hab alle 4 Anschlüsse auf einmal gekuppelt und kann die von außen hier bedienen. Das hat die Firma Söder sehr gut gelöst. Der kennt sich aus. Hab 2 doppelwirkende Steuergeräte zum Bedienen mit Schwimmstellung hier. Das ist eine sehr gute Lösung. Hab dann normale Hydraulikanschlüsse, wie sie immer schon waren. Mhm. Und hab drüben noch die serienmäßigen Flachdichtenden. Also ich kann jetzt hinten eigentlich alles anschließen von normalen Hydraulikkupplungen bis zur flachdichtenden und Fasterkupplung habe ich auch 2 doppelwirkende Steuergeräte. Die kannst du auch von drinnen bedienen. Die kann ich von drinnen bedienen, ja, oder von außen. Mega, oder? Okay, nein, du. Heftig. Also das ist geil. Ja, definitiv. Okay. Dein Tieflader, wie viel zulässiges Gesamtgewicht, was haben wir hier? 40 Tonnen. 40 Tonnen Müller-Mitteltal-Tieflader, 4-achsig. Genau. So eine Tandem-Achse vorne, reißt das den Unimog nicht ganz schön? Der hat den Unimog im Griff, würde ich mal sagen. Mit Sicherheit. Ja. Mit Sicherheit. Also muss man sehr. Ich würde schon sagen, ne? Also
also ich feiere das Gespann, aber das ist schon eine Hausnummer, oder? Auf jeden Fall, das ist keine leichte Nummer hier. Nee, na, wenn du auch überlegst, also der Unimog und so ein Ding da hinten dran, wenn da was passiert, ich meine, erstmal auf der geraden Strecke von A nach B ziehen, das ist ja das eine. Ne, aber du musst ja auch mal in schwergängigeres Gelände gehen. Ne? Ja, definitiv, gerade auch Kurven vorne. Sehr vorsichtig das Ganze vorn. Ja. Klar. Wenn man jetzt im Schub in der Kurve hineinfährt, speziell jetzt Kreisverkehr, die sind da ganz, ganz gefährlich, wenn man im Kreisverkehr beschleunigt und dann aber vom Gas wieder runter geht, dann möchte eigentlich der Tieflader geradeaus. Ja, das also ohne großen Ballast und da hinten am Unimog 30, 35 Tonnen hinten dran ist, ja, muss man schon sehr vorsichtig fahren. Du fährst eigentlich immer mit Beladung, rein immer aus Prinzip. Immer mit Beladung, ja. Genau. Aha! Der fährt, der hat hinten 2-3 Tonnen drauf, einfach für die Achslast. Ja gut, macht Sinn, ne? Und dass der Anhänger nicht so rumschiebt. Ich meine, klar, ich verstehe das im Kreisverkehr oder irgendwo in der Kurve, du gehst aufs Gas, gehst vom Gas runter, dann schiebt der Anhänger dich geradeaus weiter. Ja, deswegen macht das definitiv Sinn. Ja. Wie viele Tonnen haben wir jetzt aktuell auf der Pritsche bummelig drauf? Genau, Hans, 5,75. 5,75? Ich hab's gewogen mit dem Radlader. Ja, du hast einen Radlader mit Waage drin. 5,7 Tonnen? Sind das? 5,75. Ja. Genau. Wow. Der kleine Ladefläche. Sehr schön, dann lass uns mal starten. Nö. Habt ihr schon mal was anderes vor dem Tieflader gefahren? Also einen anderen LKW? Warum muss es gerade ein Unimog sein? Ja, das ist bei uns unterschiedlich. Ich sage jetzt mal zu 60% sind den Tieflader normal der LKW. Ja. Aber es sind jetzt so Sachen, so Situationen zum Beispiel, wie wo wir jetzt hinfahren, das ist ziemlich eng. Mhm. Oder wenn irgendwo grüne Wiese ist und ich kann nicht mehr wenden und es ist sehr eng, dann fahre ich lieber mit Unimog. Was hat denn der da alles für Technik drin? Ja. Ich kann auch mal irgendwo ins Feld fahren und den Tieflader wieder leer rausziehen, da wo der LKW einfach nicht hin kann. Ja. Wie kam es, dass die Wahl auf einen 430 und nicht gleich auf einen 530 gefallen ist? Weil der 530er vom Radstand her noch mal länger ist und breiter. Und den kann ich jetzt eigentlich für unsere speziellen Wanderwege, die wir in verschiedenen Gemeinden hier im Aachental repariert oder instand setzen, ist der 530 einfach zu breit. Es ist eine sehr heikle Arbeit, es ist schon. Man hat es ja gesehen, ich habe es vorher kurz gesagt. Ja. Und wie viele Kilometer oder Stunden macht dieser Unimog bei dir im Jahr? Der Unimog macht ungefähr 1000 Stunden. 1000 Stunden? Das ist gut ausgelastet. 1000 Stunden. Vorher war es ein bisschen, wenn wir noch Ladebahn gefahren haben, waren es um 250 ungefähr mehr. Dafür haben wir jetzt ein bisschen eingeschränkt, sage ich jetzt mal. Landwirtschaftlich ist nicht mehr großartig der Einsatz. Die Dame. Top! Kann man hier mit einem guten Gewissen hier einen Öl wechseln und so? Ist das alles locker wartungsfreundlich gebaut? Ja. Ja, okay. Weil da habe ich schon ein bisschen Angst vor Elektronik, da muss was zurückgesetzt werden, dass man das auch alles noch so ohne größeren technischen Aufwand hinbekommt. Ja gut, das alles, was natürlich mit der Elektronik behaftet ist, kann man sehen. Ist denn da noch so eine komische Musik jetzt im Hintergrund? Ich dachte, das ist ein Telefon. Alles ja. Da geht schon los bei der Wartungsanzeige, die Wartungsanzeige zurückstellen und einfach nur der Servicefachmann. Ja. Oder wie viel PS hat der? 430, 300 oder was? Nee. Auto Henne hat ein Servicemobil und die Betreuung hat für die Gemeinde bei uns im Aufenthalt. Das sehe ich jetzt erst. 430 PS hat der? Echt? Der 430 steht direkt für 430 PS? Oh, okay. Probieren wir an. Also, ich will nicht sagen, aber weißt du, was gar nicht geht? Was denn? Na, die sind beide nicht angeschnallt. Ja, das stimmt. Da hast du recht. Ist nicht so gut. 299 PS, sagt der Chat. Genau, 300 PS hat er, ne? 430 würde ich auch sagen, der hat 300 PS.
Wiegt wahrscheinlich 4 Tonnen, hat 300 PS. Na gut, weiß ich jetzt auch nicht. Ja, mit Unimox, auch Lindner. Aber wieso sind die nicht angeschnallt? Ja, gute oder Frage. Bin ich... Oder... Aber... Nee. Der Gurt ist hinten drin, das siehst du hinten, hier bei ihm dahinter auf der linken Seite ist ein Gurt dran. Ja. Ich will jetzt nichts falsch sagen. Hm. 4 Tonnen 300 PS, ja, das hätte ich jetzt auch gesagt bei 34. Dann haben wir einzeln die Rampen hier. Erzählt ein Unimog als Landmaschine und somit keine Anschnallpflicht? Ehrlich jetzt? Also Chat und aber da bitte auch mal ganz ehrlich, da mal in die Kommentare auf YouTube. Die brauchen sich nicht anschnallen? Ehrlich jetzt? Das kann ich mir nicht vorstellen, beim besten Willen. Okay. Die Rampen sind einzeln, ja. Oh, wie elegant und zügig, ja. Oh, das ist aber wirklich flott. Die Rampenverschiebung an der Breite. Okay, das muss man aber oben machen, wenn ja, die Rampen fast geschlossen sind, kann man sie in der Breite verschieben. Und hier die zwei letzten Steuergeräte sind für die hydraulische Stützfüße. Das ist... Da kann man halt einfach das Niveau ein bisschen noch ausgleichen, dass der Tieflader gerade steht beim Verladen. Weil der Schrägstand beim Verladen, speziell wenn es jetzt nass ist, ist sehr gefährlich. Und deswegen... Also man muss sich anschnallen, wenn da ein Gurt verbaut ist. Ne, ist ein Gurt verbaut, muss man sich anschnallen. Und wenn kein Gurt verbaut ist, ein landwirtschaftliches Dings, muss man sich nicht anschnallen. Das ergibt für mich Sinn. Ja, aber es ist ja ein Gurt verbaut. Aber das ist ein nagelneuer Unimog. Da kannst du mich erzählen, dass da kein Gurt drin ist. Der hat es ja gesehen. Er hängt jetzt drüben runter und so bring ihn halt in eine Ebene und dann kann der sicher nach oben fahren. Gut, jetzt kommt der Bagger. Eieieiei. Sich löst der Dinosaurier. Ah, Soundqualität. Worauf achtest du, wenn du jetzt hier den Bagger auflädst? In erster Linie, dass er mittig drauf fährt, dass er sauber steht. Das ist eigentlich Routine. Und dann, dass er richtig verzerrt wird. Ihr habt den Bagger hier ja in unter 5 Minuten aufgeladen. Raufgefahren, Haken ran und dann war fest. Das ist Sache eines hervorragenden Baggerführers. Es sind ja gar keine richtigen Ketten, die wir hier haben, so, ne? Nein, ist ja eine Textilkette. Ach so, hat einen großen Vorteil, dass sie sehr leicht ist. Hält 10 Tonnen, ist sehr leicht Hand zu haben, rostet nicht. Muss halt sehr darauf achten, dass sie nicht mehr steuert. Weil wenn die irgendwo steuert, ist die natürlich im Nu kaputt. Wo ist das Haupteinsatzgebiet an dem Bagger bei euch? Hab ich auch noch nicht gehört, muss ich ehrlich sagen. Nee, das ist mir auch neu. Textilkette? Hm. Kennen Sie jetzt immer noch die schweren Dinger? Im Unternehmen. Ich meine, das ist weitreichend. In erster Linie Baugruben, das reicht von Baugruben über Forstwegebau. Das ist, nein, alles, was man mit dieser Baggergröße verrichten kann, wird mit dem verrichtet. Das ist gut. Das ist top. Ja, die kleinen Dinge, die einen glücklich machen. Genau. Das ist wirklich cool, so eine kleine Job. So eine kleine Klappe, ne? Ah, ja. Das ist eine schöne Epoche. Das ist ja geil. Also das ist zugleich der Wischwaschbehälter. Also im Winter gibt es gerade für ihn. Das ist ja warm. Das ist Wischwasch. Ach so. Und hier sind die Handschuhe drinnen, die man beim Einsteigen immer rein und raus nimmt. Genau, aber sonst bringen ja die Handschuhe, da hat man mal Fett dran oder was. Ja, ja. Da hat man immer einen Dreck und Fett. Sehr geil. Wie fährst du jetzt anders wie mit einem leeren Fahrzeug? Ja, natürlich ein bisschen vorausschauender. Wenn es jetzt Also der hat einen Gurt auf dem Fahrersitz. Der hat zu 100% einen Gurt, das sieht man hier ganz deutlich, dass der auf der linken Seite einen Gurt hat. Aufgeht vielleicht einmal die Automatik wegschalten, weil er mal sonst vielleicht hochschaltet. Das, was ich eigentlich nicht will. Ich bin jetzt auf dem Manuellmodus. Also man jetzt, wenn es leicht bergab geht, nicht raufschaltet. Ich schalte jetzt selber einen Gang runter. Für die Motorbremse. Ich manuell betrieben, also wirklich weiß, er schaltet man nicht hoch. Der hat richtig Power. Wie ist der Spielverbrauch mit einem Bagger hinten drauf? Krass. Ja, also das ist ein krasses Gespann, muss ich echt sagen. Aber da merkst du auch, dass der schon das nicht nur zum ersten Mal macht, ne? Mhm.
Ja. Davor. Spritverbrauch mit voller Aus. Aber guck mal, wie der hinten drin hängt, ne? Ist auch nicht schön, schlecht. Mein lieber Shelly. Obwohl vom Tieflader her gar kein Gewicht sein dürfte. Was nach unten drückt, logischerweise, weil der ja zwei Achsen vorne hat. Er hat halt, wie gesagt, 5,5 halt hinten drauf. Ne? Genau, einfach die für knapp 6 Tonnen da. Aber geiles Gespann, auf jeden Fall. Scheut er sich nicht, ziemlich was zu verbrauchen. Da sind wir, sag ich jetzt einmal, im Tiefladerzug, sind wir schon irgendwo bei 40 Liter. Es ist voll, das ist wie beim Flügen. Es ist natürlich so, dass der LKW noch wesentlich mehr verbraucht. Hervorragend ist die zweistufige Motorbremse, die wirklich enorme Bremsleistung hat. So, abgehängt haben wir. Franz und ich darf fahren. Einmal kurz zu Franz, der uns ja heute hier tatkräftig unterstützt und uns seinen Unimog vorführt. Und dann starten wir unser Cockpit, Temperatur. Oh, ich wollte die Kupplung treten. Ich glaube, ich muss eher die Bremse treten. Wir haben ja hier Automatik. Und jetzt das Licht. Da. Den lösen wir hier noch die Handbremse. Und dann nehme ich den. Das ist auch die Rückfahrkamera mal schön. Ja. Auf dem Monitor. Die ist immer an. Krass. Die Bremse. Oh, auch nicht verkehrt. Und er fährt los. Was ich ja so erstaunlich finde hier in dem 430, wir haben hier hinten 5,57 Tonnen Erde drauf, also Asphalt-Recycling. Und wir sind so stabil auf der Straße, auch eben gerade mit dem Tieflader hinter. Das finde ich so begeisternd. Ja, hier sind wir. Leute, das ist da nicht etwa ein GLS, der dort steht, oder? Ist das ein GLS? So, jetzt hier Autokenner. Ist das ein GLS? Das ist kein GLE. Das ist ein GLS, oder? Also das, ich bin nicht Mercedes-affin, ich bin da raus. Das ist da kein GLE. GLC, na genau, morgen kommt der Weihnachtsmann. Das könnte ein GLS sein, ne? Auf dem Platz von Franz. Guck mal. Ja, hier ist unser Filmteam, was uns heute begleitet von Unimog, die uns auch diese ganze Chance hier ermöglichen. Die haben uns nämlich eingeladen, die haben nämlich an Franz diesen Unimog verkauft. Die betreuen Franz eigentlich schon seit 1959. Das ist schon eine beeindruckende Geschichte. Oh. 1959 betreuen die den. Wen? Ja, Jörg, was er gerade zum Schluss gesagt hat, wo er den Unimog her hat. Ach, okay, krass. Das ist heftig. Eine lange Zeit, du. Ja, aber muss man sagen, also sehr schönes Video. War mal ein sehr interessantes Gespann, muss ich jetzt wirklich sagen. Also hat mir sehr gut gefallen. Auf jeden Fall. Richtig gut. Also vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut gerne bei Unimog Team Fitzen vorbei und lasst gerne ein Abo dort und lasst hier gerne auch ein Däumchen auf Edles Vibe und ein Abo. Bis dahin. Tschüss und ciao. Au.